Es gibt viele Möglichkeiten, Daten in die Sinumerik zu bekommen bzw. mit der Sinumerik auf Daten zugreifen zu können. Eine Möglichkeit ist das berühmt-berüchtigte Turnschuhnetzwerk, das heißt sportlich die Daten mit dem USB-Stick von A nach B zu transportieren. Viel eleganter ist es, mit der Sinumerik auf einen freigegebenen Ordner im Netzwerk direkt zuzugreifen. Willkommen zu Sinumerik Live. Did you know? Heute mit dem Thema das Einbinden eines freigegebenen Ordners im Netzwerk in den Programmmanager der Sinumerik. Wie das Einbinden dieser freigegebenen Netzwerkressource in den Programmmanager der Sinumerik funktioniert, schauen wir uns jetzt an. Hier haben wir unseren Programmmanager und hier in diesem freien Softkey-Button in der horizontalen Softkey-Leiste möchte ich gerne unsere Netzwerkressource, auf die wir zugreifen, einbinden. Und dazu gehe ich auf Inbetriebnahme, auf HMI, suche mir einen freien Softkey-Button, das ist quasi die Spiegelung dessen, was wir später dann im Programmmanager sehen, und sage Ändern. Hier wähle ich aus, was ich gerne ändern möchte, und das ist eine Netzwerkfreigabe für Windows. Hier gebe ich den Computernamen ein. Man kann natürlich einerseits den Namen an sich des Computers eingeben. Wir arbeiten hier mit IP-Adressen, so wie es der Administrator im Netzwerk vorgesehen hat. Der Name der freigegebenen Netzwerkressource in dem Fall lautet Live, wie Sinumerik Live. Ich brauche natürlich noch einen Usernamen, in dem Fall ist das Dex. Und wir müssen auch unser Passwort eingeben, um uns im Netzwerk zu verifizieren, zu legitimieren. Und unter symbolischem Namen kann ich jeden beliebigen Namen vergeben, den ich als Operator gerne vergeben möchte, um im Programmmanager auch meine Ressource wiederzufinden. Ich kann ja auch mehrere Ressourcen einbinden. In dem Fall SL für Sinumerik Live. Mit OK bestätigen. Die Einbindung erfolgt und wenn ich dann in den Programmmanager schaue, sehe ich hier unseren Softkey-Button mit dem Namen SL. Drücke ich da drauf, komme ich auf das Netzwerk. Hier liegen einige Daten drin, zum Beispiel MPF, das Main Program File. In dem Fall ist das eine Ausgabe aus einem CAD/CAM-Programm, viele 100.000 Zeichen und etliche MB groß. Und dafür kann ich vom Server aus arbeiten. Ich kann zum Beispiel sagen, okay, Mold Making View, das heißt, unser Formenbauansicht, kann ich das Ganze verifizieren. Habe ich auch das richtige Programm geladen? Hier direkt vom Netzwerk aus darstellbar. Natürlich habe ich auch noch andere Dateiformate wie PNG, JPEG und unsere ShopMill-Programme, selbstverständlich. Und natürlich auch unser DXF. Ich kann also ganz normal mit dieser Netzwerkressource arbeiten, als wenn es hier im NC Speicher wäre. Das war unser Thema Einbinden einer freigegebenen Netzwerkressource in die Sinumerik in den Programmmanager. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.